Viele kleine und große Maskierte kamen in die Jubiläumshalle nach Biedermannsdorf, um die kurze Faschingszeit so richtig zu feiern. ÖVP-Frauen haben hier ein tolles Faschingsfest organisiert. Warum macht ihr das? Ja, wir machen es erst einmal für die Kinder, damit sie sich einmal austoben können. Und das geht hier in der Jubiläumshalle, im Turnsaal natürlich optimal. Und dann haben wir auch immer wieder so kleine Spiele oder Spiele eigentlich, wo sie auch mitmachen können. Oder eben auch das Glücksrad, wo sie was gewinnen können. Vor allem, es gibt ganz viele Veranstaltungen für die Erwachsenen. Und vor allem für Kinder im Fasching ist das die einzige Veranstaltung. Und wie Sie sehen, sie kommt sehr gut an. Die Weltgruppe gemeinsam, was darf man sich denn darunter vorstellen? Wir sind eine Gruppe von 6 tätigen Frauen, die kochen dieses Buffet, alles von uns her. Also wir kochen, wir stellen das zur Verfügung, unsere Zeit, das Geld und die Arbeit. Und was wir einnehmen, geben wir eins zu eins weiter, einen sozialen Zweck. Und zwar im Großteil Entwicklungshilfe-Club oder auch nach Äthiopien. Ich finde die Gruppe wirklich toll und wir haben sie eigentlich bei jedem Fest dabei und auch beim Kinderfasching schon seit Jahren. Wenn Sie sich dieses Angebot anschauen und es schmeckt wirklich hervorragend. Und es kommt einem guten Zweck zugute. Was kannst du denn? Springen! Gut! Ihr habt doch auch eine Katja engagiert, die mit den Kindern spielt. Ja, voriges Jahr war sie eine Fee, heuer ist sie eine Katze und sie macht das Programm für die Kinder mit den Kindern und das ist auch sehr, sehr gut. Sie selbst sind auch in dem Kostüm. Warum die Hexe? Ja, wir haben heuer das Motto von den ÖVP-Frauen die Hexen und manchmal wäre so eine Hexe in der Politik gefragt.